Nur über Menschen, die selbst von Gott berührt sind und in dieser Freude leben, kann Gott auch heute zu den Menschen kommen. So gesehen ist die Evangelisierung nicht einfach eine Pflicht, die man als Christ zu erfüllen hat, sondern die Konsequenz, die sich von selbst ergibt, wenn wir in der Freude an Gott leben und andere Menschen an dieser Freude Anteil geben. Denn wessen Herz von der Freude des Evangeliums Jesu Christi erfüllt ist, wird von selbst zu den Menschen gehen und ihnen sagen, wir haben den wahren Grund unserer Freude gefunden.